Ja, wir sind hier am Zehntscheunenplatz in Hockenheim und wir feiern heute den Kurpfälzer Abend. Und bei dieser Gelegenheit hat sich die Welde Brauerei die Ehre gegeben, ein Jubiläumsbier für das Jubiläum im nächsten Jahr, das Stadtjubiläum, 1250 Jahre Hockenheim, erste urkundliche Erwähnung, hier vorzustellen. Und wir haben jetzt einen Fassanstich gemacht und Freibier ausgeschenkt. Und uns geht es gut. Wir sind in Vorfreude auf das Jubiläumsjahr 2019. Freitag! Und es freut mich sehr, dass hier auch Ehrengäste unter uns sind. Und ich darf jetzt Herrn Fraktionsvorsitzenden Stadtrat Markus Fuchs ganz herzlich begrüßen. Und er wird jetzt ein paar Dinge über das Jubiläumsjahr und dieses Festzelt heute hier sagen. Ja, nächstes Jahr feiern wir 1250 Jahre Stadtjubiläum. Wir alle freuen uns als Hockenheimer riesig darüber. Ich habe schon viel erzählt bekommen, wie es vor 50 Jahren war, also 1969. Umso mehr hoffe ich darauf, dass wir nächstes Jahr genauso schöne Ereignisse hier in Hockenheim feiern können. Der heutige Auftakt, der Kurpfälzer Abend, lässt viel versprechen. Das Bier war sehr lecker, die Speisen waren sehr lecker. Kompliment an den Hockenheimer Marketingverein und an Blau-Weiß für das Organisieren des Festes. Wir freuen uns auf nächstes Jahr und ich hoffe, dass wir uns dabei sehen werden. Es freut mich ganz besonders, dass auch Herr Fraktionsvorsitzender Stadtrat Keller hier ist bei unserem Kurpfälzer Abend und sich auch zum Jubiläumsjahr und zum Kurpfälzer Abend und zum Jubiläumsbier jetzt äußern wird. 1250 Jahre Hockenheim. Wir freuen uns darüber und wenn man die Gäste im Innenbereich des Zeltes befragt und auch mit denen spricht, die sind heilfroh und freuen sich über diesen Abend. Und ich denke, der Einstieg ist gelungen heute Abend und wir werden auch weiterhin den Abend genießen und voller Freude mit nach Hause nehmen.